In diesem Video möchte ich dir einen Tipp geben, wie du vielleicht verhindern kannst, dass du irgendwann diese Meldung bekommst, dein Arbeitsvolumen ist voll. Ich möchte dir zumindest erstmal kurz erklären, wie das Ganze zustande kommt, dass dein Arbeitsvolumen überhaupt voll sein kann, und dann will ich dir zeigen, was du dagegen tun kannst. Also, das Arbeitsvolumen ist im Prinzip deine Festplatte. Ja? Photoshop funktioniert so, dass Photoshop erstmal alles, was dort passiert, auf deinen Arbeitsspeicher auslagert. Also deinen Zwischenspeicher und so weiter. Je nachdem, wie viel Zwischenspeicher, Arbeitsspeicher du hast, kann es natürlich sein, dass der irgendwann nicht mehr ausreicht. So, weil selbst wenn du 16 GB Arbeitsspeicher hast, das ist das, was ich zum Beispiel hier in der Regel habe, dann kann das durchaus sein, dass das für ein Projekt einfach nicht ausreicht. Weil auch wenn unser Bild nicht 16 GB groß ist, beziehungsweise wenn wir 16 GB haben, dann, also 16 GB im Rechner haben, dann stellen wir Photoshop ja auch nicht 16 GB zur Verfügung, sondern in der Regel weniger, was auch ein Muss ist, weil dein Betriebssystem und so weiter braucht ja auch Arbeitsspeicher. So, angenommen, wir geben Photoshop einfach mal 70% von unserem Arbeitsspeicher, dann ist es ja so, dass irgendwann dieser Arbeitsspeicher trotzdem voll ist, weil wir halt Sachen in die Zwischenablage setzen, weil das Protokoll ja gewisse Schritte aufzeichnet von, also das, was du in deinem Dokument machst. Das sind alles Sachen, die nicht in deine Datei mitgespeichert werden, aber die im Hintergrund trotzdem irgendwo abgelegt werden. Und so kann es sein, dass dein Arbeitsspeicher, beziehungsweise dein Arbeitsspeicher relativ schnell voll ist. Und dann passiert nämlich Folgendes. Wenn dein Arbeitsspeicher voll ist, lagert Photoshop standardmäßig auf deine interne Festplatte aus. Und da kommt es halt darauf an, wie groß deine Festplatte ist. Und das kann auch sein, warum Photoshop manchmal bei einigen von euch einfach langsamer wird. Und da kann ich dir zum Beispiel empfehlen, investier einfach mal vielleicht ein bisschen Geld. Wenn du deinen Arbeitsspeicher nicht aufstocken möchtest oder vielleicht sogar gar nicht aufstocken kannst, stell dir vor, du arbeitest an einem Laptop, du hast ein Laptop-Business für dich selber irgendwie etabliert, und bist da gar nicht in der Lage, irgendwie Arbeitsspeicher aufzustocken, damit halt Photoshop wieder schneller läuft. Dann gucke halt vielleicht einfach mal, ob du eine relativ schnelle Festplatte dir zulegen kannst, denn damit kannst du Photoshop quasi wieder einen Boost geben, also Photoshop wieder schneller machen. Okay, und dann will ich dir jetzt einmal zeigen, wie das funktioniert und dir auch mal kurz erzählen und zeigen, warum Photoshop eigentlich auch langsamer werden kann. Springen wir einfach mal kurz auf meinen Rechner und dann zeige ich dir das Ganze. Also ich habe jetzt hier einen Laptop mit 16 GB Arbeitsspeicher. Und wenn wir jetzt einfach mal in Photoshop reingehen, dann können wir unter den Voreinstellungen, Leistungen mal gucken, was hier so passiert. Also 16 GB Arbeitsspeicher verfügbar wären insgesamt 13,2. Also das heißt, der Rechner an sich blockiert sogar schon mal Arbeitsspeicher für das Betriebssystem und so weiter. Aber trotzdem stelle ich Photoshop nur 70% meines Arbeitsspeichers zur Verfügung. Also quasi 9,2 GB. So, wenn die voll sind, dann lagert Photoshop standardmäßig auf meine interne Festplatte aus. Meine interne Festplatte ist jetzt nicht die schnellste und das ist tatsächlich dann auch der Grund, warum Photoshop langsamer wird. Wenn der Arbeitsspeicher voll ist und Photoshop auf die interne Festplatte auslagert, was bei mir die Macintosh HD ist, dann wird Photoshop bei mir langsamer, weil das eine recht langsame Festplatte zum Lesen und zum Schreiben ist. Und jetzt kommt hier der kleine Trick. Du siehst, dass meine Festplatte gerade nur noch 23 GB zur Verfügung hat. Das heißt, wenn ich lange in Photoshop arbeite, dann wird das hier natürlich auch relativ kritisch. Und das ist genau der Punkt, warum bei den meisten Leuten dann diese Fehlermeldung kommt, Arbeitsvolumen ist voll, wenn du hier keinen Speicherplatz mehr hast. Und das ist natürlich sehr, sehr kritisch, sehr, sehr schwierig, weil da hilft dann in der Regel eigentlich nur noch Photoshop neu zu starten. Und das Problem ist dann, dass diese Fehlermeldung meistens dann auftritt, wenn du speichern möchtest. Und dann hast du halt das Problem, dass du deine Datei vielleicht nicht mehr gespeichert kriegst. Und deswegen mach einfach Folgendes. Ich habe mir eine relativ schnelle Festplatte zugelegt, die ich einfach dafür benutze, dass Photoshop hier drauf auslagern darf, wenn mein Arbeitsspeicher voll ist. Und das funktioniert folgendermaßen, du aktivierst das Ganze einfach und Photoshop lagert in genau dieser Reihenfolge aus. Das heißt, wir müssen diese Festplatte vor die Macintosh HD bringen und das mache ich, indem ich hier das Ganze mit dem Pfeil einfach nach oben schiebe. Und jetzt würde Photoshop nach dem Arbeitsspeicher auf diese Festplatte auslagern
Und erst wenn diese voll ist, dann auf meinem Macintosh HD. Okay, und das Interessante dabei ist, das ist eine externe Festplatte, die einfach über USB angeschlossen ist. Wenn diese Festplatte nicht aktiviert ist, also nicht angeschlossen ist, rutscht automatisch Macintosh HD wieder auf Stelle Nummer 1. Und wenn ich diese Festplatte wieder anschließe, erkennt Photoshop das und Photoshop ist so intelligent, diese Festplatte wieder auf Position Nummer 1 zu schieben. Und das ist eine super Sache, wenn du die Leistung von Photoshop stabil halten möchtest. Hol dir einfach eine relativ schnelle Festplatte. Ich verlinke dir unten in der Videobeschreibung meine, die ich benutze. Und es gibt auch ganz viele andere Fabrikate. Okay, das gleich mal dazu gesagt. Das ist das, wie ich im Prinzip arbeite, wie ich die Leistung in Photoshop konstant halte. Indem ich halt einfach eine externe Festplatte anschließe, die schnell genug im Lesen und Schreiben ist, genug Speicherplatz hat, um halt diesen kleinen Puffer zu bilden, weil 9 GB Arbeitsspeicher, das Photoshop bei mir zur Verfügung hat, ist nicht wirklich viel, aber durch diese Festplatte habe ich im Prinzip einen kleinen Booster. Photoshop wird wieder schneller, Photoshop wird stabiler, weil dort hat Photoshop im Prinzip 1 TB zur Verfügung, um den Zwischenspeicher auszulagern. Wenn das dann kritisch wird, dann muss ich mir sowieso was ganz anderes überlegen. Dann habe ich nämlich ein ganz anderes Problem, wenn meine Daten über 1 TB groß wären, beziehungsweise mein Zwischenspeicher. Aber das ist eine andere Geschichte. Deswegen, das ist eine super Möglichkeit, um die Leistung von Photoshop stabil zu halten. Externe Festplatte ran, Voreinstellungen, Arbeitsvolumen und dann diese externe Festplatte auf Position Nummer 1 zu bringen. Denn die meisten Fehlermeldungen mit Arbeitsvolumen ist voll, kommt nämlich daher, dass dein Arbeitsspeicher voll ist und deine Festplatte. Okay, du hast jetzt eine Möglichkeit, wie man das Ganze umgehen kann. Ich hoffe, dass dich das Ganze irgendwie weiterbringt, dass dir das Ganze was hilft. Und wenn dem so ist, lass mir gerne einen Daumen da. Abonniere den Kanal, wenn du weitere Tipps und Tricks haben möchtest. Und wenn du keine mehr verpassen möchtest, aktivierst du noch die Glocke dazu. Ich freue mich, wenn du im nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis dann. Ciao.